Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 10. Juni, Sonntag, ein schöner, warmer, halbsonniger Tag draußen. Halbsonnig, weil es vor allen Dingen ziemlich schwül ist und warm und drückend. Aber man muss ja nicht meckern, solange es nicht regnet, muss man davon genießen. Und deswegen habe ich mich vor den Computer gesetzt, heute wieder einmal mit Bruder Michael aus Deutschland zusammen, um, ich hoffe, die vorletzte Lesung des Buches von Theodor Griesinger mit euch hier bestreiten zu können. Aus dem ersten Band des Buches. Wir haben jetzt noch knapp 14 Seiten zu lesen, bis das Buch zu Ende ist. Wir beschäftigen uns immer noch mit dem Fall des Pater Girard und der Jungfrau Katharina Cardière. Ein sehr interessanter Fall, wie wir bis jetzt gesehen haben. Und wir lesen da auch gleich weiter. Nur natürlich möchte ich erstmal Michael gerne begrüßen und willkommen heißen zu der Sendung heute. Und fragen, wie es ihm denn so geht und wie alles steht und läuft bei ihm. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Kanalabonnenten und Hörer von Joggler 66. Es geht in den Endspurt der ehemaligen Jungfrau Shira und Shira. Von daher sind wir jetzt mal gespannt, welche Abgründe uns heute wieder erwarten. Tja, hast du es vorbereiten können? Hast du es lesen können? Nee, da bin ich nicht zugekommen gestern. Nee, okay, na gut, ich habe es ja vor ein paar Tagen gesagt. Lass mich da jetzt völlig überraschen. Okay. Naja, überrascht wird man hier vor allen Dingen auf eine sehr negative Art und Weise natürlich mit diesem ganzen Thema. Ich nehme mir mal das Bild eben mit rein, das du mir zugeschickt hast, was wir letztens mal über Skype ja gesehen hatten, von dem Teufel, der in dem Schlafzimmer ist mit dem Pater Girard und der Jungfrau, zu Anfang doch zumindest, Cardière. Und dann fangen wir an, hier auf Seite 352 im Buch oder 370 im PDF weiterzulesen. Es steht hier in diesem Buch geschrieben, nachdem wir letztes Mal den Satz mit dem Satz beschlossen hatten, er allein, der Beichtvater und Seelsorger Girard, wollte alles besorgen. Ja? Also da ging es um das Unterschlagen des Blutes mit dem Dienstmädchen. Die Gefahr der Schwangerschaft war also beseitigt. Dagegen wurde die Cardière durch den großen Blutverlust so geschwächt, dass ihr Leben auf dem Spiele stand, und da infolgedessen die Mutter derselben ernstlich darauf drang, einen Arzt zu Rate zu ziehen, so drohte abermalen die Entdeckung des Frevels. Doch auch diesmal wusste sich der Bösewicht zu helfen. Er versicherte nämlich der Mutter mit der Miene des heiligsten Ernstes, dass die Krankheit der Tochter als ein himmlisches Leiden außerhalb der Sphäre medizinischer Kenntnisse liege. Und die bigotte Frau schenkte ihm auch diesmal wieder Glauben. Und das Wort bigott kommt im Deutschen nicht so besonders viel vor, im Englischen mehr. Deswegen habe ich es mal rausgesucht. Die Erklärung für das Wort bigott lautet: engherzig, fromm, von übertriebenem Glaubenseifer frömmelnd. Aber vor allen Dingen die zweite Bedeutung ist eigentlich das, was es meistens ist. Und das ist eben scheinheilig. Ja? Diese bigotte Frau schenkte ihm auch diesmal wieder Glauben. In diesem Fall, die Frau ist engherzig, fromm und von übertriebenem Glaubenseifer. Aber der Pater selber, der ist auch bigott. Aber dann in der zweiten Bedeutung, nämlich scheinheilig. Doch hatte er immer noch Ursache, dem Landfrieden nicht gerecht zu trauen. Und somit beschloss er, nach demjenigen Mittel zu greifen, durch welches nach seiner Ansicht eine Untersuchung des Mädchens für immer unmöglich gemacht würde. Das heißt, er beschloss, die Cardière in ein Nonnenkloster zu bringen. Gelang ihm dies, so schlug er, wie man im Sprichwort sagt, zwei Mücken mit einem Schlag. Denn das Geheimnis seiner Buhlerschaft blieb dann unentschleiert, und er hatte auch fernerhin Gelegenheit, diese Buhlschaft fortzusetzen. Somit schrieb er augenblicklich an die ihm sehr befreundete Äbtissin des Klosters St. Clara zu Olyul. Und ich habe hier Olyul rausgesucht im Internet, kann man sich mal angucken, ist ein hübsches Städtchen, besteht heute noch, und schilderte derselben die Frömmigkeit, Tugend und erhabene Bestimmung seines Beichtkindes mit solch hinreißenden Farben, dass sofort eine zusagende Antwort erfolgte. Noch leichter wurde es ihm, die Zustimmung der Cardière zu erhalten, und selbst deren Mutter sträubte sich kaum einen Augenblick lang, ihre einzige Tochter wegzugeben. Somit ging diese am 6. Juli 1730 wirklich ins Kloster von St. Clara zu Olyul ab, und wer war nun froher als der Pater Girard? Ha, allein seine Freude sollte sich nur allzu bald als eine sehr törichte erweisen.
Die ersten 14 Tage ließ Gerard vorübergehen, ohne nach seiner Geliebten zu sehen. Dann aber erschien er persönlich im Kloster und wusste die Äbtissin mit Leichtigkeit dazu zu überreden, dass sie ihm gestattete, die Cadière zu besuchen und Briefe mit ihr zu wechseln. Von dieser Erlaubnis machte er auch den umfassendsten Gebrauch, und unter dem Vorwande des Beichthörens blieb er oft viele Stunden lang mit seiner Auserwählten allein. Da passt ja das Bild, das wir uns hier anschauen. Doch benahm er sich am Anfang immer sehr vorsichtig, und namentlich ließ er in allen seiner Briefe, obwohl sie von schwärmerisch liebevollen Ausdrücken für sein teures, gottbegnadetes Kind wimmelten, ein Stückchen Moralpredigt und geistliche Unterweisung mit einfließen. Nichtsdestoweniger beging er, zum größten Beweise, dass auch die klügsten Augenblicke haben, wo sie der Verstand mal im Stiche lässt, schon in den ersten 4 Wochen die Unvorsichtigkeit, die Novizenmeisterin Rimbo in Gegenwart der Äbtissin zu fragen, ob bei der Cadière die monatliche Reinigung sich regelmäßig einstelle oder ob vielleicht unregelmäßige größere Blutverluste stattfinden. Er tat diese Frage ohne Zweifel, weil er über die Wirkung in seiner Abtreibungskur noch immer sehr in Sorge war. Allein die Frauen haben sich bei diesen seinen Worten äußerst überrascht. Denn sie hatten bisher noch von keinem Beichtvater eine solche Sprache gehört, und es musste daraus notwendig der Verdacht in ihnen entstehen, dass das Verhältnis Girards zu der Cadière sicherlich wenigstens über die Grenzen des Gewöhnlichen hinausgehe. Noch mehr erregt wurde dieser Verdacht, als er einmal der Cadière scherzend schrieb, sie sei eine kleine Schelmin, welche die Rute verdiene, und er werde ihr diese bei dem nächsten Besuch auf die gewohnte süße Weise geben. Denn wie nun die anderen Novizen und Nonnen dieselbe nach dieser gewohnten Weise befragten, erwiderte diese ausweichend, das sei ein geistlicher Genuss, der nur ganz gottgeweihten Seelen zuteil werden könne, und sie dürfe daher darüber nicht plaudern. Am allermeisten aber fiel es auf, dass er nicht nur stundenlang nach Abhörung der Beichte bei seiner Beichttochter allein blieb, sondern dass er sich sogar vollständig mit ihr einschloss und, um jedes Beobachtetwerden unmöglich zu machen, den an den Türen der Klosterzellen befindlichen Schieber vorschob. Das war gegen alle Ordnung, und die Äbtissin untersagte es ihm daher strengstens. Wie er sich aber um dieses Verbot nichts kümmerte, sondern fortfuhr, sich stundenlang mit der Novizin einzuschließen, nahm die Oberin die ihm früher erteilte Erlaubnis, seine Beichttochter auf ihrer Zelle ohne Zeugen zu besuchen, zurück und gestattete ihm nur noch, sie am sogenannten Sprachgitter zu sehen. Doch, die Liebe ist erfinderisch. Er schnitt also mit seinem Federmesser die Gitterstäbe so durch, dass er die herausnehmen konnte oder dass er sie herausnehmen konnte, und hierdurch entstand eine Öffnung geräumig genug, den Gegenstand seiner Begierden, so wie niemand um den Weg war, zu betasten, zu küssen, zu umarmen, zu disziplinieren. Dessen wurde er auch gar nicht müde, sondern er brachte vielmehr jede Woche verschiedene halbe Tage am Gitter zu und ließ sich sogar das Essen dahin bringen, um seine Liebste wie ein Turteltäubchen zu essen. Ja, als einstens die Aufwärterin den Speisetisch ziemlich weit vom Gitter hinwegstellte, stieß er denselben sofort wieder hin und rief zornig, ob sie denn glaube, ein Recht zu haben, ihn von seiner Beichttochter zu trennen. Das Tänzeln und Liebeln ward also auch im St. Clara-Kloster fortgesetzt, und zwar zuletzt so unvorsichtig, dass ihn einmal die Beichtschwester überraschte, wie er die Cadière umschlungen hielt und küsste. Auf die gemachte Anzeige hin leugnete er zwar dieses Faktum unbedingt ab und drang sogar mit frecher Stirne auf die Bestrafung der Lügnerin, wie er die Schwester nannte, allein er konnte wohl merken, dass man seinen Worten keinen Glauben schenkte und dass er infolgedessen äußerst scharf beobachtet wurde. Hier in Oyul konnte also das Liebesverhältnis nicht mehr fortgesetzt werden, und somit erklärte er plötzlich, die Cadière habe nunmehr im Kloster St. Clara sowie überhaupt in Toulon durch ihren heiligen Lebenswandel die Menschheit genugsam erbaut, weswegen es Zeit sei, sie in ein anderes Kloster zu versenden, damit auch dieses die Früchte ihrer Heiligkeit genösse. Auch wählte er sofort das Kartäusernonnenkloster zu Premola bei Lyon zum künftigen Aufenthalt für die Novizen aus,
und traf Anstalt, sie in den nächsten Tagen dahin zu versetzen. Dagegen benachrichtigte jetzt die Äbtissin des Clara-Klosters den Bischof von Lyon schnellstens von allem, was vorgegangen, und dieser befahl sofort der Cadiere, vor der Hand an Ort und Stelle zu bleiben. Überdem verbot er ihr, sich fernerhin des Pater Girard als ihres Beichtvaters zu bedienen und untersagte letzterem, das Kloster St. Clara auch nur noch einmal zu betreten. Einige Tage später beauftragte er den Abbé Camerl, die Cadière in einem Wagen abzuholen und sie zu ihrer größten Sicherheit nach dem unweit Toulon gelegenen Landhause des Herrn Punk, einem nahen Verwandten von ihm, zu bringen. Schließlich endlich erhielt er der Pater Niklas, Prior des Karmeliterklosters von Lyon, den Auftrag, von nun an als Beichtiger bei der Cadière einzutreten und dieselbe auch sonst so genau als möglich zu beaufsichtigen. Ein unendlicher Zorn ergriff den Pater Girard, als er von diesen Maßregeln des Bischofs Kunde erhielt. Noch größer womöglich aber war sein Schrecken, denn er bildete sich ein, die Cadière hätte bereits umfassende Geständnisse abgelegt. Doch gewann er bald wieder seine gewohnte Geistesgegenwart und sandte sofort eine seiner sonstigen vertrauten Freundinnen, die Demoiselle Gravier, zu der Cadière ab, teils um diese über das, was vorgegangen, geschickt auszufragen, teils um derselben die vielen von Girard geschriebenen Briefe abzuschmeicheln. Letzteres war für ihn gleichsam eine Lebensfrage, denn wenn man die verliebte Korrespondenz fand, so lag das schändliche Verhältnis unverhüllt vor Augen, und eben deswegen hatte er die Gravier zu seiner Gesandten gewählt, weil er wusste, dass die Cadière ihr volles Vertrauen schenkte. In der Tat gelang auch die Mission über alles Erwarten gut. Nicht bloß nämlich erhielt die Gravier alle verlangten Briefe, einige wenige ausgenommen, welche in einem noch in Oyul befindlichen Koffer lagen, sondern die Cadière überlieferte ihr sogar, um ja dem geliebten Beichtiger in allem gefällig zu sein, die sämtlichen mystischen und mystifizierenden Schriften, zu deren Lektüre sie früher von ihm ermuntert worden war. Nunmehr fühlte sich Girard wie neugeboren. Er hatte ja jetzt das Hauptcorpus Delicti in Händen und mündliche Aussagen gegen ihn konnte er ableugnen. Er wollte ihm also etwas Ernstliches anhaben. Nicht zu vergessen, er war immer noch als ein moralisch hoch angesehene Person angesehen in Toulon in der Zeit. Ja? Allein diesmal sollte es doch anders kommen. Der gute Pater hatte nämlich seiner Beichtochter die Überzeugung beigebracht, dass alle die unkeuschen Berührungen, welche zwischen ihr und ihm stattgefunden, keine Sünde seien, weil ihr geistiger Wille dabei nicht mitgewirkt habe, und von der Wahrheit dieser Lehre ausgehend scheute sich die Cadière nicht, ihrem neuen Beichtiger, dem Pater Niklas, gar manche Dinge zu offenbaren, von welchen dieser ganz und gar nicht erbaut wurde. Er ahnte also bald das wahre Verhältnis, das zwischen dem Jesuiten und seiner Beichtochter stattgehabt hätte. Und diese seine Ahnung fand ihre vollste Bestätigung darin, dass die Cadière mehrere Male das Landhaus heimlich bei dunkler Nacht verließ, um ihren heißgeliebten früheren Beichtiger im Jesuitenseminar zu Toulon aufzusuchen. Demgemäß forschte er mit Emsigkeit weiter nach, und durch seinen starken Zuspruch brachte er es endlich so weit, dass das Mädchen ihm das ganze Geheimnis der begangenen Schandtaten enthüllte. Er entsetzte sich förmlich, denn eine solche Lasterhaftigkeit eines Priesters des Herrn und dazu noch eines für so überaus heilig geltenden, das hätte er für ganz unmöglich gehalten. Natürlich übrigens setzte er den Bischof sogleich von allem in Kenntnis, und dieser eilte sofort in Person nach dem Landhaus des Herrn Punk, um sich die ganze Reihe der begangenen Abscheulichkeiten aus dem Munde der Missetäterin selbst bestätigen zu lassen. Welch ein Greuel! Der Bischof schwur, die beleidigte Kirche zu rächen und die Stadt Toulon von dem reißenden Wolfe zu befreien. Doch die Cadière, in Tränen zerschwimmend, flähte ihn kniefällig an, um ihrer und ihrer Familien Ehre willen den Schleier des Stillschweigens über das Vergangene zu breiten, und um dasselbe flehte auch ihr vom Bischof als Zeuge mitgenommener Bruder, der Dominikanermönch. Hierzu kamen dann noch die
Vorstellungen des Abbé Camerl, welcher den Bischof zu Gemüt führte, dass es um das Ansehen des Gesamtchristentums geschehen sei, wenn man den Skandal öffentlich mache, und dass es die Klugheit gebiete, der Gerechtigkeit für diesmal nicht den Lauf zu lassen. Für diesmal nicht den Lauf zu lassen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sprechen hier von einem der Fälle, der mal wirklich ans Licht gekommen ist. Die Dunkelziffer sind mal Tausende, wenn nicht sogar millionenfach hoch. Ja? Für diesmal nicht der Gerechtigkeit den Lauf zu lassen. Ich erinnere nur mal an die Untersuchungen, die passiert waren in den spanischen Klöstern zu Anfang des 20. Jahrhunderts, als man da die geheimen Gänge gefunden hat zwischen den Mönchsklostern und den Nonnenklöstern, die geheimen Gänge gefunden hat mit den hunderten toten Kinderleichen da drin und so weiter und so weiter. Ja? Also, das, was wir hier lesen, ist hier zwar ein bekannt gewordener Fall, aber es ist bei weitem nicht der einzige. Und von daher dieses Argument, dass man die Klugheit gebiete oder dass die Klugheit gebiete, der Gerechtigkeit für diesmal nicht den Lauf zu lassen. Naja, also das haben sie in anderen Fällen auch schon oft genug gemacht. Aber hier ist mal alles aufgezeichnet. Kurz fährt der Autor fort: Der Bischof wurde bald in seinem ersten Vorsatz wankend gemacht und versprach schließlich, die entsetzliche Geschichte der ewigen Vergessenheit zu übergeben. Das jedoch konnte er nicht über sich gewinnen, dass er den Girard noch länger als Seelsorger funktionieren ließ, und somit beauftragte er den Pater Riglas, den Prior der Karmeliter, dass er in Gemeinschaft mit dem Pater Cadier, dem Dominikaner, also dem Bruder der Jungfrau, über die sämtlichen Beichttöchter des Pater Girard die geistliche Leitung übernehme. So schien es denn, dass der furchtbare Frevel in ewiges Stillschweigen begraben sein würde, und es wäre ganz sicher auch so weit gekommen, wenn nur der grenzenlose, dieser grenzenlose geistliche Hochmut der Jesuiten nicht gewesen wäre. Mal eben das Bild hier verändern. Aber ich habe genug von diesen frauenverschlingenden Bildern hier. Wir nehmen einfach das Bild der Buchlesung. Das gefällt mir in diesem Augenblick besser. Ja, wenn hier nicht der grenzenlose geistliche Hochmut der Jesuiten dazwischen gekommen wäre. Diese Jesuiten nämlich konnten es gar nicht verwinden, dass ihrem Rektor, dem von der Welt bisher so heilig gehaltenen Pater, das Beichthören für die Zukunft verschlossen sein sollte. Und der Rektor selbst spie Feuer und Flamme über die gewaltsame Trennung von seinen bisherigen Beichttöchtern. Überdem durchliefen die Stadt Toulon gar mancherlei Gerüchte über das, was vorgefallen. Erinnern wir uns, dass der Autor am Anfang dieses Artikels gesprochen hat über die Gerüchte von Madagaskar damals, aber das waren ja alles nur Gerüchte. Ja? Hier durchliefen jetzt die Stadt Toulon auch mancherlei Gerüchte über das, was vorgefallen. Und diese Gerüchte lauteten nicht eben ganz zum Vorteil der Söhne Loyolas. Endlich aber, wer bürgte denn dafür, dass die Cadiere selbst nicht später dennoch die Sache enthüllen oder gar mit einer Anklage hervortreten würde? Es musste also offenbar etwas geschehen, um den Orden Jesu gegen alle Schaden sicherzustellen. Und das Beste war, wenn man es so weit bringen konnte, dass die Beichttochter Girards gerichtlich, wenn auch durch ein sehr parteiisches und summarisches Verfahren, als Lügnerin und Verleumderin verurteilt wurde. Alleine dieser Gedankengang, der hier bei den Jesuiten jetzt aufkommt, sollte bei jedem, der die zwei Videos gesehen hat, die ich mit Michael, bevor wir dieses letzte Kapitel bestiegen haben, gemacht habe, unter anderem, wo wir Waco erwähnt haben, wo wir Tony Alamo erwähnt haben, wo wir erwähnt haben, wie die römisch-katholische Kirche Tony Alamo bezichtigt hat des Kindsmissbrauchs. Da sollten jetzt die Alarmglocken gehen und sagen von, aha, das ist also etwas, was sich durch die ganze Geschichte der Jesuiten, was sich durch die ganze Geschichte der römisch-katholischen Kirche immer wieder durchzieht. Von damals, hier Anfang des 18. Jahrhunderts und natürlich auch davor, und bis heute, ja, weil Tony Alamo ist erst 2017 verstorben oder 2016, nach etlichen Jahren im Knast zugebracht zu haben.
Also, was machen die Jesuiten, wenn sie Gefahr haben, entdeckt zu werden? Sie drehen die Sache einfach um. Ja, das ist genau wie wenn man über eine Straße läuft und man sieht einen Dieb, der einer Frau die Handtasche stiehlt, und man packt den Dieb und hält die Handtasche hoch und der zeigt auf den anderen und sagt, nee, nee, ich war es nicht, der war es. Und genauso, das machen die Jesuiten auch. Und die ganze Menge guckt auf den, der brüllt, ne? Guckt nicht auf den, der festgehalten wird, sondern guckt auf den, der brüllt. Also, so kalkulierten die Jesuiten. Hast du vielleicht eine Bemerkung dazu, Michael? Fällt mir gerade mal ein. Du bist ja auch Nee, noch nee, nee, ist viel zu spannend. Ich habe keine Bemerkung. da. Ist viel zu spannend, ja. Ja, so ging mir das auch, als ich das zum ersten Mal durchgelesen habe. Ich konnte nicht mehr loslassen. So kalkulierten die Jesuiten also, insbesondere die Patres Girard und Sabatier, welch letzterer die Hauptrolle in dem Prozess spielte. Und da sie sowohl den Offizial des Bischofs, das ist seinen Vikar in weltlichen Gerichtsangelegenheiten, als auch das in geistlichen Sachen verordnete Kriminalgericht in Toulon ganz auf ihrer Seite hatten, so hofften sie mit Leichtigkeit ein solches Urteil zu erlangen. Nachdem sie also mit ihren Anhängern die nötige Rücksprache genommen, erklärten sie plötzlich dem Bischof, dass sie sich mit dem von ihm angeordneten Stillschweigen durchaus nicht beruhigen können, und zugleich übergaben sie dem bischöflichen Offiziate die wohl aufgesetzte Schrift, in welchem sie auf genaueste Untersuchungen drangen. Entweder, sagten sie in dieser Eingabe, entweder hat Pater Girard den Frevel, dessen man ihn bezichtigt, begangen, und dann gebührt ihm die strengste Strafe. Oder aber, er hat ihn nicht begangen, und dann muss seine Anklägerin geschähen, was eine solch schlimme Verleumderin verdient. Auf diese Art gedrängt, befahl der Bischof seinem Offizial, nach Gebühr zu verfahren, und letzterer begann sofort die Prozedur mit einem Verhör der Kadiere, sowie ihres Bruders, des Dominikanermönches, und ihres jetzigen Beichtvaters, des Priors der Karmeliter. Hierbei ging er jedoch sehr parteiisch zu Werke, denn er nahm, wie nachher bewiesen wurde, wir dürfen nicht vergessen, wir sprechen hier über Gerichtsaktenaufzeichnungen. Nachher wurde bewiesen, verschiedene Aussagen der drei Vorgeforderten entweder gar nicht oder, was noch schlimmer, sehr unrichtig auf, und überdies verwirrte sich die Kadiere selbst sehr oft aus Schamhaftigkeit in ihren Antworten. Der Anfang des Prozesses erwies sich also sehr günstig für die Sache Girards und ebenso auch der nächste Fortgang. Nach dem ersten Verhör durch den Offizial nämlich, kam nämlich die Angelegenheit an das oben schon bekannte Kriminalgericht, und dieses informierte sich vor allem in Gemeinschaft mit dem Offizial über die sogenannten Species Facti, das heißt über die Beweisstücke, welche für die Anklage vorgebracht werden konnten. Es fand aber keine, als 5 Briefe Girards, von welchen 3 an die Äbtissin zu Auille und 2 an die Cadière selbst gerichtet waren, denn die anderen Briefe hatte der kluge Pater, wie wir wissen, auf die Seite zu bringen gewusst. Darauf ging's an die Zeugenverhöre, und in diesen ward ebenso wenig etwas Schwerbelastendes gegen den Jesuitenpater zutage gebracht, weil nämlich die Richter mit den Jesuiten in der engsten Verbindung standen, nahm man die dem Girard feindlichen Aussagen nur ganz oberflächlich, wenn nicht gar absichtlich verdreht oder gemildert auf. Umgekehrt verweilte man aber recht lange und mit Vorliebe auf den Angaben derer, welche von den Jesuiten vorher erkauft waren, um erdichtete Angaben zugunsten des Paters vorzubringen, und insbesondere sorgfältig notierte man die Aussagen der früheren Beichttöchter des Rektors, welche natürlich im Ruhme seiner Gottergebenheit und Sittenreinheit übersprudelten. Kurz, das Gericht, und um ja keinen Rang und Pfiff zu vergessen oder beiseite zu lassen, versammelten sich die Richter alle Abende in dem Jesuitenseminar, wo sie mit dem Patribus Girard und Sabatier alles verabredeten, was am folgenden Tage aufgetischt werden sollte. Ist das ein unvoreingenommenes Gericht?
Endlich ging man so weit, dass man die Karriere selbst in das Ursulinerinnenkloster zu Toulon, über welches die Jesuiten das Aufsichtsrecht hatten, brachte und sie dann, um sie mürbe zu machen, nicht nur mit Qualen aller Art überhäufte, sondern sie auch in eine Kammer sperrte, worin kurz zuvor eine Wahnsinnige gestorben, wo der Gestank und Moder die Atmosphäre verpestete und wo ein bunt faules Stroh das Lager bildete. Ja, damit das Maß voll werde, traten schließlich die Ursulinerinnen als Zeuginnen gegen sie auf und beschworen, dass dieselbe Kadiere von jeher nichts als Lügen und Verleumdungen vorgebracht habe und dass sie ohne Zweifel von den Feinden Loyolas bestochen sei, um diesen in die Schuhe zu schieben, wessen sie selbst in ihrer Frechheit nur fähig gewesen wäre. Dürfe man sie doch sogar mit Recht der Zauberei beschuldigen, weil sie durch allerlei künstliche Mittel sich den Nimbus des Heiligenscheins zu erwärmen gesucht hatte und zu diesem Behufe ihren Körper mit Wundmalen bedeckt hätte. Trotz alledem ging der Prozess nicht so schnell zu Ende, als die Jesuiten sich eingebildet. Im Gegenteil machte er ein solch ungeheures Aufsehen durch ganz Frankreich, dass der König auf den Vortrag seines Staatsrats die strengste Untersuchung anbefahl und mit derselben den Hohen Gerichtshof von Aix vertraute. Also das ist, heute kennen wir das als Aix-la-Provence, A-I-X ausgesprochen. Das ist die Stadt Aix. Alles unten da im Süden von Frankreich. Ne? Übrigens in der vormaligen oder selbst damaligen noch Hugenottenhochburg, was wir ja auch verstehen müssen, dass die Jesuiten da eben sehr aktiv waren, wo die Hugenotten waren. Also, jetzt wurde der Hohe Gerichtshof von Aix mit der Sache betraut. Jetzt trat die Sache in ein neues Stadium und die ganze gebildete Welt wartete mit der außerordentlichsten Spannung des Ausgangs derselben. Die Jesuiten aber, einsehend, dass eine Lebensfrage daraus für sie erwachsen sei, ja, eine Lebensfrage für den Fortbestand des Jesuitenordens in Frankreich, boten den Einfluss der ganzen Sozietät auf, um ein für sie günstiges Resultat zu erlangen und sparten zugleich das Geld so wenig, dass sie nur allein für Bestechungen der Richter und Zeugen über 1 Million Franken verwandten. 1720, meine Lieben, könnt ihr euch vorstellen, was das an heutigem Geld wert wäre? Was nur der Verstand und die List und die Schlechtigkeit ersinnen konnte, wurde ersonnen. Und hunderte von falschen Eidschwüren wurden geleistet. In einer Fußnote, ganz wichtig, eben eintauchen, wo der Autor schreibt, wer sich für die Einzelheiten des Prozesses und namentlich für das entsetzliche Lügengewebe der Jesuiten interessiert, der lese den ersten Band der Schrift Prozess zwischen dem Pater Girard, Societat Jesus, Rektoris des Seminarii de la Marine zu Toulon und der Jungfer Cadière. Ihr erinnert euch, ich hatte bereits im letzten Video die Bücher auf Google als Google Buch gezeigt. Ihr könnt das da finden. Ich werde hoffentlich dran denken, die Links in die Beschreibungsbox dieses Videos einzubauen. Und dann könnt ihr euch davon überzeugen, dass das alles, was wir hier lesen, alles, was der Autor Griesinger hier 1866 geschrieben hat, dokumentiert ist. Das ist keine Bigotterie hier, ja. Das ist keine scheinheilige Verleumdung des Jesuitenordens, weil der Jörg die Jesuiten nicht mag. Nein, das ist das Aufdecken ihrer wahren Tätigkeiten. Überhaupt der ganze Grund, weshalb der Autor das Buch geschrieben hat. Um das deutsche Volk 1866, kurz bevor das Deutsche Reich 1870 oder 1871 gegründet wurde, davon zu informieren, wie der Jesuitenorden funktioniert und warum es so wichtig ist, diesen Jesuitenorden zu zerstoßen oder aus Deutschland herauszustoßen, was Bismarck 1872 auch gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema, mit dem wir uns ein anderes Mal beschäftigen können. Aber wir müssen einfach begreifen, die lassen sich das 1 Million Franken kosten. Und was der Verstand und die List an Schlechtigkeit nur ersinnen konnte, das wurde ersonnen. Und Hunderten von falschen Eidschwüren wurden geleistet. Ja? Und warum können die Leute, zum Beispiel Jesuiten, ein Meineid leisten? Weil sie mentale Reservation einrufen. Weil sie sagen,
Wenn das Ende gut ist, dann ist jedes Mittel, das dieses Ende erreicht, gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Sie werden von jedem, wie sagt man das, wenn man so ein Eid bricht, sag mal schnell, Meineid oder wie auch immer, werden sie der Sünde enthoben, weil sie eben handeln ad majorem Dei gloriam, zur größeren Glorie Gottes. Ja? Ihres Gottes, des kleinen Gottes, der da in Rom auf dem weißen Stuhl sitzt. Deswegen können sie sich all diese ganzen Dinge erlauben. Die Moral der Jesuiten hat nichts mit der Moral eines bibelgläubigen Christen und selbst nicht mit der Moral eines ganz normalen Menschen zu tun. Die Jesuiten haben keine Moral und auch das werden wir in anderen Büchern noch lesen, wenn ich in Deutsch lese die Secreta Moneta, die geheimen Instruktionen und die Konstitutionen der Jesuiten werde ich lesen. Da stehen all diese Dinge drin. Und wir wissen es ja sowieso schon aus dem Eid der Jesuiten, wo ich 2 Videos von gemacht habe. Das könnt ihr euch ja gerne nochmal anschauen. Ja? Also, die können sich einfach mehr oder weniger alles erlauben. Aufgrund dessen und diese ganzen Eidschwüre, die hier geleistet wurden, diese falschen Eidschwüre, die geleistet wurden, nur Mittel zum Zweck. Der Zweck heiligt eben die Mittel. Der Pater Girard legte dem Gerichtshof angeblich alle die Briefe vor, welche er früher an die Cadière geschrieben. Ha, aber es waren nicht die echten, sondern eben jetzt erst fabrizierte und zurückdatierte, welche nichts als natürliche Besorgtheit für sein Beichtkind atmeten. Es traten Zeugen auf, welche den Prior der Karmeliter und den Pater Cadière, den Dominikaner, beschuldigten, ein Komplott gegen den Pater Girard angestiftet und sich dahin verschworen zu haben, ihn sowie den ganzen Orden der Jesuiten überhaupt durch die ersonnenen Lügen der Katharina Cadière in den Augen der Welt zu vernichten. Man bearbeitete die Nonnen von Auril, dass sie alles das zurücknahmen, womit sie früher den Pater Girard belastet hatten, dass sie dagegen umgekehrt nunmehr die Cadière als eine nichtsnutzige Person bezeichneten, welche darauf ausgegangen wäre, den ehrwürdigen Herrn zu verführen. Man folterte insbesondere die Cadière selbst, ob sowohl physisch als moralisch, auf eine mehr als barbarische Weise, und versagte ihr, der so unendlich Verlassenen und Unglücklichen, jedweden geistlichen Trost, indem sie nicht zuvor, wenn sie nicht zuvor, einen Revers unterschreibe, indem sie ihre gegen Girard erhobene Anklage als eine Lüge und Verleumdung bezeichne. Man exorzierte sie sogar förmlich vor einer Menge von Geistlichen und anderen Zeugen und brachte sie durch dieses Schauspiel der Teufelsaustreibung, mit welchem der Misshandlungen eine Menge verbunden waren, so herab, dass sie in eine mehrstündige Ohnmacht fiel. Endlich nahm man sie 3 Tage lang hintereinander, den 25., 26. und 27. Februar 1731, von morgens bis abends ins Verhör, und hoffte, sie durch die aufgestellten Kreuz- und Querfragen sowie noch mehr durch das bekannte verwerfliche Mittel der Suggestion, also geistige Exerzitien und Hypnose, so zu verwirren, dass man sie entweder zum Widerrufe bringen oder doch als eine geistig Unfähige bezeichnen könnte. Am ersten Tag blieb sie übrigens standhaft bei ihren früheren Aussagen und wiederholte mit klaren, unzweideutigen Worten all die Schändlichkeiten, welche der Pater Girard mit ihr vorgenommen hatte. Ebenso tat sie am zweiten Tage, ohne sich nur irgend aus der Fassung bringen zu lassen. Am dritten Tage jedoch erhielt sie durch ihre Aufwärterin, als welche man ihr eine Tochter der schon weit oben mehrfach genannten Witwe Guyol beigegeben hatte, ja, wir erinnern uns, die Witwe Guyol ist eine Mittäterin mit dem Pater Girard, die total unter seiner Fuchtel stand. Und eine ihrer Tochter ist jetzt die Aufwärterin, also die Bewacherin von der Cadière. So, nur mal eben zum besseren Verständnis, den Satz dann jetzt nochmal. Am dritten Tag jedoch erhielt sie durch ihre Aufwärterin, als welche man ihr eine Tochter der schon weiter oben mehrfach genannten Witwe Guyol beigegeben hatte, in ihrem Frühstück ein betäubendes Mittel, welches so stark wirkte, dass sie sogar für einige Zeit ihre eigene Mutter nicht mehr erkannte.
Deswegen kam diese auch sogleich mit einer Supplik. Eine Supplik ist eine Bittschrift. Mittelalterliches Lehen, sagt man auch. Also eine Supplik an den Gerichtshof ein, die Sache zu untersuchen. Allein, man achtete auf diese Eingabe nicht im geringsten, sondern fuhr vielmehr mit dem Inquirieren, also Unterfragen, ohne weiteres fort, nachdem die Arme ihr Bewusstsein einigermaßen wiedererlangt hatte. Die Folge war, dass sie, deren Geist durch die ewigen Misshandlungen, durch die ewigen Drohungen, Vorwürfe und Einschüchterungen sich ohnehin schon im Zustande einer tiefsten Depression befand und durch das bewusste, betäubende Mittel noch ärger verwirrt wurde, dass sie, sage ich, nach langem heftigen Einreden nicht nur alles, was sie bisher zum Nachteil des Jesuiten Girard ausgesagt hatte, widerrief, sondern dass sie auch auf die Frage, wer sie veranlasst habe, ein solches Gewebe von Lügen zu erfinden, antwortete: Der Pater Riklas, der Prior der Karmeliter, sei der Urheber des ganzen Skandals, und er allein habe sie beredet, ihren vorigen Beichtvater wegen Mädchenschändung und Fruchtabtreibung gerichtlich zu belangen. Welch ein Jubel nun unter den Jesuiten, als dieses Geständnis der Cadière über die Lippen kam. Endlich, endlich hatte man erreicht, was man seit Monaten mit so entsetzlich vieler Mühe und mit einem so außerordentlichen Kostenaufwand anstrebte, und die Unschuld Girards, die Ehrenrettung des Ordens Jesu, konnte der ganzen Welt siegreich publiziert werden. Doch so schnell ging's keineswegs. Zwar allerdings verordnete der Gerichtshof die sofortige Abführung der Cadière in das Kloster de la Visitation in Aix, um sie darin in strengster Klausur zu halten, bis der Spruch des Gerichts erfolgt sei. Überdem konnte es als eine zum Voraus anzunehmende Tatsache angesehen werden, dass dieser Spruch recht hart und streng sowohl gegen die Verleumderin selbst als auch gegen ihren Mitverschworenen, den Karmeliterprior, ausfallen würde. Allein nur schade, dass die Cadière, sobald sie ihrer Sinne wieder vollständig mächtig war, ihr letztes Geständnis als ein grundfalsches, durch Gewalt von ihr erzwungenes bezeichnete und dass ihr in dieser Beziehung jedermann unter den vernünftigen Glauben schenkte. Obwohl nämlich der Pater Girard, wie man sich wohl denken kann, alle näheren fleischlichen Umgang mit der Cadière, so wie überhaupt allen schwereren Gravamina mit frecher Stirn ableugnete, so konnte er doch nicht umhin, weil einzelne Zeugen standhaft bei ihren Aussagen blieben, wenigstens einiges von dem, was die Cadière gegen ihn vorbrachte, zuzugeben. Und schon dieses einige wenige warf ein gar sonderbares Licht auf ihn. So gestand er zum Beispiel, dass seine Beichttochter längere Zeit an hysterischen Zufällen gelitten hatte, also Anfällen, würden wir heute sagen, ne? Da steht er ja auch, oder? Das kann auch sein, dass es Anfällen heißt. Also, er gestand zum Beispiel, dass seine Beichttochter längere Zeit an hysterischen Anfällen gelitten habe, durch welche sie oft stundenweise des Bewusstseins beraubt gewesen sei, und dass er sich während dieser ganzen Zeit ganz alleinig zu ihr eingeschlossen hätte. Er gestand ferner, dass er ihre Wundenmale, besonders die unter den Brüsten, nachdem sie ihren Körper auf sein Geheiß entblößt, betastet, gekitzelt und geküsst, sowie auch, dass er ihr die spanische Disziplin gegeben habe. Er gestand endlich zu, dass sie von ihm zur Zeit, da ihre monatliche Reinigung ausblieb, mehrere Male ein rötliches Pulver in einem Glas Wasser erhielt und dass dann später das abgegangene Blut von ihm einer besonderen Besichtigung unterworfen worden sei. Dieses alles gestand er zu, weil er es gegenüber der Mutter und dem Dienstmädchen, die ihn an die genauesten Spezialia erinnerten, gar nicht leugnen könnte, und zugleich, weil ihm sein Verstand sagte, dass er sich so verdächtig machen müsse, wenn er sich gar zu obstinat zeige. Er gestand es zu, damit er das Recht habe, was man sagt, der Ausleger seiner eigenen Worte zu sein, und damit er infolgedessen imstande sei, diesem seinen Tun und Treiben eine so unschuldige Auslegung als möglich zu geben. Allein, er mochte sagen, was er wollte.
lag nicht in diesem Bekenntnisse das weitere Zugeständnis, dass er mit seiner Beichttochter in einem ganz eigentümlich vertrauten Verhältnis gestanden haben müsse? Tja, in einem jedenfalls mehr als ehrbar vertraulichen Verhältnisse, denn wie in aller Welt darf sich ein Mann bei einem Mädchen solche Freiheiten nehmen, ohne dass er auch befugt wäre, noch weiterzugehen. Freiheiten wahrhaftig, die eine gesittete Frau ihrem Gemahle gewiss nie gestatten würde und vor denen selbst manche Bordellschwester, wenn noch einiges Ehrgefühl in ihr wohnte, mit Abscheu zurückträte. So war es denn kein Wunder, dass in der Laienwelt fast kein Mensch den Pater Girard für unschuldig hielt. Und eben darum schenkte man auch der Cadière allgemeinen Glauben, als sie durch einen eidlichen Protest ihren im dritten Verhör abgelegten Widerruf vernichtete und beteuerte, dass nur ihr erstes Bekenntnis die reine Wahrheit enthalte. Ja, noch mehr. Als die Cadière nunmehr beim Staatsrat auf Anraten ihres Anwalts wegen Missbrauch der geistlichen Gerechtigkeit Klage erhob und auf Restitution, das ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand drang, ward sofort ihre Eingabe entsprochen und das Parlament von Aix angewiesen, den Prozess in letzter Instanz zu entscheiden. Der Prozess begann also von Neuem. Und abermalen boten die Jesuiten all ihren Einfluss auf, um auch die neuen Richter günstig für sich zu stimmen. Abermalen mussten Freunde und Freundinnen die Parlamentsmitglieder bearbeiten. Abermalen spielten Drohungen mit den ewigen Höllenstrafen eine bedeutende Rolle. Abermalen ward das Gold in solchen Massen verausgabt, dass zu der bereits verschwundenen Million noch eine zweite hinzukam. Auch gelang es den Söhnen Loyolas in der Tat, nicht wenige der Richter für sich zu gewinnen, und ein weiterer Vorteil für sie war, dass der berühmte Sachverwalter Thoram sich dazu herbeiließ, vor Gericht für Girard zu plädieren. Überdem durften sie den Generalprokurator, sowas wie einen obersten Staatsanwalt, unbedingt zu den ihrigen rechnen, und im Stillen hatte sich der Präsident des Hofes ihnen ebenfalls mit Leib und Seele verschrieben. Mit anderen Worten, er hat ebenfalls seine Seele an den Teufel verkauft. Wie hätten sie also unter gegebenen Umständen nicht mit Zuversicht auf einen günstigen Ausgang des Prozesses rechnen sollen? Besonders auch, weil die Cadière weder über viele Freunde noch viel Geld gebieten konnte. Doch eines hatten die Söhne Loyolas vergessen. Den Sinn für Gerechtigkeit, der nie ausstirbt in der Menschheit. Und dieser Sinn war es, welcher nicht nur der Cadière einen Anwalt gewann, wie den hochberühmten Chaudon, der den Thorame, wenn auch nicht an Spitzfindigkeit oder Kniffen, so doch jedenfalls an Wissen und Scharfsinn übertraf, sondern welcher auch verhinderte, dass die sämtlichen Richter oder auch nur die Mehrzahl derselben sich von dem Geld der Girard-Parteien blenden ließen. Ich will nun übrigens den Leser mit den Einzelheiten dieser in mehr als einer Beziehung so außerordentlichen Skandalgeschichte nicht länger aufhalten und eile also schnellstens dem Ende zu. Am 11. September 1731, ein Schelm, wer Böses bei diesem Datum denkt, ha? Am 11. September 1731 stellte der Girardsche Anwalt Thoram den Antrag, Zitat, dass die Cadière verurteilt werden solle, zuerst Ehrenbuße vor der Kirchentüre zu San Salvador zu tun und dann erhangen und stranguliert zu werden. Ende Zitat. Dieser Antrag aber ward alsobald durch bei weitem überwiegende Stimmenmehrheit des Gerichtshofes, der aus 24 mit dem Präsidenten aus 25 Mitgliedern bestand, unbedingt verworfen. Ein entgegengesetzter Antrag Caudons ging dahin, Zitat, den Pater Girard wegen vollkommen erwiesener geistlicher Blutschande und Fruchtabtreibung sowie wegen Erniedrigung seiner priesterlichen Würde durch oftmals wiederholte Vergehen gegen die Sittlichkeit zum Tode zu verurteilen. Ende Zitat. Und diesen Antrag stimmten nicht weniger als 12 Richter zu.
so dass nur ein einziges Votum fehlte, um denselben zum Gerichtsbeschluss zu machen. Die anderen 12 Richter einigten sich für einen dritten vermittelnden Antrag, welcher dahin ging, Zitat, erstens, dass der Pater Girard in Anbetracht der an sich, der an ihm sichtbar gewordenen Geistesschwäche, die ihn zum Gegenstande des Spottes seiner Beichtskinder machte, von dem ihm zur Last gelegten Verbrechen und Vergehen zwar frei zu sprechen, dagegen aber an das geistliche Gericht verwiesen werden solle, also kirchliches Tribunal. Zweitens, dass die Kardiere ebenfalls freizulassen und ihrer Mutter zu übergeben sei, unter der einzigen Beschwer, also Auflage, die Unkosten, welche der Prozess bei dem Kriminalleutnant von Toulon verursacht, jedoch ohne alle Interessen und sonstigen Schadenersatz zu tragen. Drittens, dass der Prior der Karmeliter, Rilas de Saint-Joseph, sowie die Brüder der Cadière, welche des Komplotts und der falschen Anklage gegen den Girard beschuldigt waren, ebenfalls freizusprechen und aus dem Gefängnisse zu entlassen seien. Viertens endlich, dass die Schriften, die von den Parteien eingereicht wurden, soweit sie der Ehre der Kirche nachteilig, vernichtet und durch den Obergerichtssinner zerrissen werden sollen. Ende Zitat. Zwischen Antrag Nummer 2 und 3 war also Stimmengleichheit, 12-12, vorhanden. Und es kam demnach auf den Stichentscheid des Präsidenten an. Dieser aber, als ein Freund der Jesuiten, stimmte natürlich für Nummer 3. Und somit wurde der obgenannte vermittelnde Antrag, welcher alle Partien ohne Strafe losließ, zum Beschluss erhoben. Einige für den Orden Jesu inflammierte Richter meinten nun zwar nachträglich, es wäre noch am Platze der Kardiere wenigstens eine kleine Züchtigung angedeihen zu lassen, damit sie sich nicht rühmen könne, ganz und gar straflos weggekommen zu sein. Allein die übrigen Parlamentsmitglieder waren hierzu durchaus nicht zu bewegen. »Was?« rief einer von ihnen voller Entrüstung. »Wir haben soeben einen Mann freigesprochen, welcher vielleicht einer der größten Verbrecher der Welt ist, und wir sollten diesem Mädchen auch nur die geringste Strafe auflegen. Eher sollte dieser Palast in Flammen aufgehen und uns in seinen Trümmern begraben.« Diese energischen Worte zündeten, und die Kardiere ging frei aus dem Gefängnisse hervor. Also endigte der Prozess Girard-Cadière, welcher so ungeheures Aufsehen durch ganz Europa machte. Er endigte, wenn man den Wortlaut des Urteils nimmt, resultatlos, und doch, welch ungemein klares Resultat lag in demselben. Oder wie? Hatte nicht der Orden Jesu die Kardiere als eine gemeine Betrügerin und ihre Brüder nebst dem Karmeliterprior als falsche Ankläger und Komplottierer verklagt? Warum wurden sie nun nicht gestraft? Oder ist es etwa nur ein kleiner Spaß, jemanden der Notzucht und Fruchtabtreibung zu beschuldigen und insbesondere einen Priester von dem Rang eines jesuitischen Rektors? Gewiss, wenn der Pater Girard unschuldig gewesen wäre, so würde die Kardiere vom Tod nicht entgangen sein, und die Jesuiten hatten es also mit all ihrem sonst so großartigem Einfluss sowie mit all ihrem furchtbaren Geldaufwand nicht weiter zu bringen gewusst, als dazu, dass ihr Mitbruder nicht zum Tode verurteilt wurde. Dass er aber diesen verdient hätte, daran zweifelte kein rechtlich denkender Mensch in der ganzen gebildeten Welt, und man musste daher auch in Aix nach Verkündigung des Urteils eine größere Militärmacht aufbringen oder aufbieten, um denselben vom Gerichtspalast sicher und heil durch die tobende Menge bringen zu können. Ja, noch mehr, selbst der Erzbischof von Aix, obwohl sonst keine Krähe der anderen die Augen aushackt, trat offen zu denen über, welche ihn als Verbrecher bezeichneten, und verbot ihm nicht bloß die Besteigung der Kanzel, auf welcher derselbe seinen Triumph feiern wollte, sondern verwies ihn sogar aus der Stadt Aix, sowie aus seinem ganzen erzbischöflichen Sprengel. Auch nach Toulon durfte Girard nicht zurück, weil man befürchtete, es möchte da selbst einen Aufstand geben, und er nahm somit seinen Aufenthalt in Lyon. Doch auch hier nicht auf lange, denn schon nach einem Jahre musste er der Welt für immer Ballet sagen, und das Volk
hielt dieses schnelle Dahinscheiden des starken, kräftigen Mannes für nichts anderes als für ein Gottesgericht. Was half es also, die Jesuiten, wenn sie ihn später in allen möglichen Schriften für einen verfolgten Heiligen auszugeben versuchten? Kein Mensch schenkte ihnen Glauben. Wohl aber machten Tausende und Abertausende den Schluss, dass eine Gesellschaft, welche einen offenbaren Verbrecher der greulichsten Art nicht bloß nicht als ein räudiges Schaf ausstößt, sondern sogar noch in Schutz nimmt und in den Himmel erhebt, das sage ich, eine solche Gesellschaft ebenfalls nicht mehr wert sei als der genannte Verbrecher selbst. Schließlich noch ein paar Worte über das weitere Schicksal, eben das Bild hier nochmal verändern, über das weitere Schicksal der Cadière. Sie wurde, als sie aus dem Gerichtssaale trat, mit dem freudigen Zuruf begrüßt und alle Welt beeilte sich, ihr seine Teilnahme zu bezeugen. Man hofierte sie förmlich wie eine Heldin, und es erschien eine Menge von Gedichten, in welche ihre Standhaftigkeit und besonders ihre Schönheit das außerordentliche Lob gezollt wurde. Ja, auf ihre Schönheit gehe ich mal kurz in einer Fußnote ein. Dort wird sie beschrieben mit den Worten: Sie war eine Brünette von äußerst sanftem und lieblichen Gesichtszügen und hatte eine mittlere Statur mit einem ungemein regelmäßigen Körperbau. Insbesondere aber zeichnete sie sich durch eine wahrhaft wunderbare Harmonie sowie durch eine Fülle und Frische, die ihresgleichen suchten, aus. Doch am allermeisten priesen die Zeitgenossen ihre dunkel glühenden, schwärmerisch sanften Augen, mit welchen der weiße Teint und die glänzend schwarzen Haare gar prächtig zusammenstimmten. Und mit einem Worte, die ganze Männerwelt war darüber einig, dass man nicht leicht in einem weiblichen Wesen mehr Reize vereinigt finden könne, als in Catherine Cadière, dem Opfer der Lüste des Jesuitenpaters Girard. Ja, man hofierte sie förmlich wie eine Heldin, und es erschien eine Menge von Gedichten, in welchen ihrer Standhaftigkeit und besonders ihrer Schönheit das außerordentliche Lob gezollt wurde. Umgekehrt aber schwieg auch die Lästerzunge der Verleumdung nicht, und insbesondere ließen sich die alten Jungfrauen, welche Jesuiten zu Beichtvätern hatten, angelegen sein, sie unter der Hand auf alle Weise zu verunglimpfen. Somit wurde ihr der Aufenthalt in Aix nur zu bald aufs Höchste entleidet, und auch in Toulon machte man es ihr unmöglich, längere Zeit zu verweilen. Ihre Mutter verkaufte daher schnellstens ihr ganzes Besitztum, und eines Morgens waren beide, Mutter und Tochter, spurlos verschwunden. Die Söhne Loyolas gaben sich alle nur erdenkliche Mühe, ihren Aufenthalt zu erfahren, und viele Personen, von denen man voraussetzen konnte, dass sie in das Geheimnis eingeweiht seien, wurden sogar unter allerlei Vorwänden ins Gefängnis geworfen, um sie zum Beichten zu bewegen. Ob es ihnen aber gelang? Nun, darüber schweigt die Geschichte. Denn die Welt erhielt nie mehr eine bestimmte Kunde von der armen, unglücklichen Cadière. Mehrere behaupteten, sie sei unter einem fremden Namen in ein anderes Land oder gar übers Meer gegangen. Andere wollten wissen, sie habe sich aus Überdruss am weltlichen Leben in einem Kloster begraben und ihre Mutter hätte diesem Kloster all ihr Vermögen vermacht. Die große Mehrzahl jedoch bestand darauf, die Jesuiten hätten ihren Aufenthalt entdeckt und sie dann heimlich mit Gift aus der Welt geschafft. Und damit endet das Buch von Karl Theodor Griesinger über die vollständige Geschichte der offenen und geheimen Wirksamkeit des Jesuitenordens von der Gründung bis heute 1866. Hier nochmal ein wenig größer in dem Bild. Und der Fall von dem Pater Girard, der dem Jesuitenorden angehört, und der Jungfrau Cadière, das kann man nur als ein Beispiel nehmen für die, möchte mal sagen, Morallosigkeit dieses Ordens von Anfang bis zum Ende.
Ich möchte diese Buchlesung damit beschließen, dass ich noch eine kleine Diskussion mit Michael mache, der ja vielleicht auch noch ein bisschen seine Meinung dazu zu geben hat, was ich gerade eben vorgelesen habe. Aber ich möchte ganz deutlich machen, dass wir niemals vergessen dürfen, dass das, was Sie hier mit der Karriere einmal gemacht haben, heute noch immer wieder machen. Und die Welt ist voll mit Beispielen, wo so etwas passiert. Und natürlich machen Sie das nicht nur mit Leuten, die unschuldig sind, sondern Sie machen das auch mit Leuten, die an sich schuldig sind. Ich meine nur mal zum Beispiel an diesen, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen, der hieß mit Nachnamen irgendwie Strauß, der war ganz hoch in der Weltbank doch angesetzt vor einigen Jahren. Dominik Kahnstrauß, ja. Dominik Kahnstrauß, danke Michael, ja. Da ist doch vor wenigen Jahren noch auch dieser Skandal gewesen, dass er angeblich da eine Zimmermädchen. Zimmermädchen im New Yorker Hotel irgendwie, ne? Warum machen die sowas? Um die Leute zu diskreditieren, ja? Und wenn man die ganzen Medien auch noch hundertprozentig in der Hand hat, dann ist das natürlich noch umso leichter. Und wir sprechen hier von einem Fall von 1730. Leute, stellt euch mal vor, das wäre in der heutigen Zeit mit den heutigen sozialen Netzwerken, heutigen sozialen Medien, mit der ganzen Alternativen und den ganzen Mainstream-Medien, wenn die einen fertig machen zu versuchen, stellt euch mal vor, so ein Fall würde heute rankommen. Ja, knapp vor 20 Jahren ist sowas mal passiert, da war es mit Dutroux. Und da sehen wir ja, was mit den ganzen Zeugen da passiert ist, im Grunde. Na? Aber Michael, ich habe jetzt die ganze Zeit vorgelesen. Gib du doch mal bitte deine Meinung zu der letzten Lesung in diesem Buch dazu, was du jetzt da eben zu sagen möchtest, zumindest. Ja, auf der einen Seite wird natürlich die Dunkelziffer, wie schon von dir angesprochen haben, extrem hoch sein, weil ja viele sich halt letzten Endes auch gar nicht ins Rampenlicht da trauen würden, aufgrund der Schande und Schmach, die sie da erwartet. Und dann auch die ganze Familie dann natürlich sagt, naja gut, Kind, du hast einen Fehler gemacht oder hättest dich nicht mit dem einlassen sollen, etc. pp. Das wird sich gegenüber jetzt 1730 auch heute nicht großartig verändert haben, denn nicht umsonst hat meines Wissens die katholische Kirche ja speziell einen Fonds für uneheliche Kinder. Also das ist zumindest nicht jetzt meine, ich habe jetzt da keine Beweise für, aber das ist zumindest das, was mir mal zugetragen wurde. Zusätzlich muss man dazu sagen, wenn so viel Geld da fließt, um Zeugen zu beeinflussen, um Richter willig zu stimmen, um Beweismittel anzukarren oder zu erfinden, auf jeden Fall da, wo viel Geld fließt, ist eine Rechtsprechung natürlich dann auch sehr, sehr beeinflussbar und nicht unbedingt ist dann Recht haben, auch Recht bekommen. Und ich denke, die gehen da auch nach einem bestimmten Grundsatz vor, der da lautet, bestrafe einen, erziehe 100. Also wenn man tatsächlich dann ein Exempel statuiert und dann der Bevölkerung dann vermittelt, guck mal hier, ihr kommt nicht gegen uns an, weil wir haben halt die finanziellen und die medialen Mittel, euch zum Schweigen zu bringen oder das zu unseren Gunsten zu drehen, dann hat man natürlich zwar viel Geld investiert, auf der anderen Seite hat man dann aber auch keine Nachahmer, die dann sagen, so, jetzt verklagen wir den oder die auch, denn das macht ja dann halt einfach Schule und viele begreifen halt auch mittlerweile, dass die Gerichts- oder die Rechtsprechung, die da vorherrscht in den einzelnen Staaten, eben nicht mit dem gesunden allgemeinen Menschenverstand nachzuvollziehen ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass es sehr viele Rechtsgrundlagen gibt, die den meisten Menschen überhaupt nicht klar sind, dass ein höherrangiges Recht beispielsweise niederrangiges Recht bricht und wie viele Einflussnahmen da halt auch möglich sind, weil auch Menschen in höheren Positionen halt einfach nur Menschen sind und beeinflusst werden können. Das wäre jetzt so erstmal so mein allgemeines Plädoyer dazu. Ja, das ist ja auch ganz in Ordnung. Und allgemein abschließend zu diesem ersten Band von Griesinger, gibt es da noch ein paar Schlussworte, die du vielleicht sagen möchtest? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt nicht so erstaunt auch bezüglich der Wendung dieses ganzen Prozesses, denn eigentlich muss man damit rechnen, wenn man sich mit so mächtigen Organisationen anlegt, dass man letzten Endes irgendwo auf deren Playground, auf deren Spielplatz sozusagen agiert. Denn sag mal, so ein junges Mädchen hat weder die Weltsicht noch die Beziehungen vermutlich, um sich da einen ähnlich guten Rechtsbeistand zu suchen. Und wenn ich dann schon höre, dass da halt jetzt die auf ein spezielles Kloster quasi interniert oder kaserniert wurde, um da halt mehrfach interrogiert oder befragt zu werden, da sträuben sich mir schon die Nackenhaare.
Natürlich, außerdem, ein Ding möchte ich eben mal klarstellen, bevor das jetzt von einigen Leuten vielleicht verkehrt verstanden wurde, weil du hast es ziemlich undeutlich erklärt. Die Karriere, Okay. die Karriere ist ja nicht vor Gericht gegangen, um den Girard anzuklagen. Der Fall wurde vor Gericht gebracht und sie war die Ja. Beklagte, aber sie hat ja niemals einen Prozess angestrebt. Also es ging ja nicht von ihr, die missbraucht war, aus, dass sie gegen die Kirche vorgeht. Wenn zum Beispiel heute jemand von der Kirche missbraucht wird, Mädchen oder ein Junge, das spielt ja keine Rolle, wird von einem katholischen Priester missbraucht und derjenige geht dann zu Gericht und will da sein Recht einklagen. Da geht es ja in diesem Fall überhaupt nicht drum. Der Fall ist ja offiziell ans Licht gekommen und wurde von anderer Seite wurde Anklage erhoben gegen den Pater und die Karriere war ja eigentlich die Beklagte. Sie war aber nicht die Klägerin in diesem Fall. Ja, Ja, also das muss man okay, eben dann. dabei unterstellen. Ja. Das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Hier ist es doch viel fieser. Hier wird das Opfer zum Täter gemacht. Ja, Genau worauf ich das, hinaus. was sie in diesem ersten Fall machen wollten, dass sie sagten nach dem Motto, ja, wie war das jetzt? Die Karriere, die muss ja bestraft werden für die Dinge, weil sie die Geschichte umgedreht haben. Sie sind ja gar nicht davon ausgegangen, dass hier eine Geschichte angeklagt wird, wo davon ausgegangen wird, dass man sagt, der Pater hat das und das mit dem Mädchen gemacht, sondern man sagt von, nee, wir haben die Geschichte umgedreht, das Mädchen hat das und das mit dem Pater gemacht. Und deswegen bringen wir das hier vor. Ja? Also das Mädchen selber ist ja als Klägerin oder auch ihre Mutter, ihre Familie ist ja niemals als Klägerin aufgetreten, sondern immer als Beklagte und vielleicht Nebenklägerin, aber nicht Ja. als Initiator der Gerichtssachen. Ja, was ich meine oder meinte, war der halt einfach der Umstand, dass ein junges Mädchen aus dem bürgerlichen Stand sozusagen da eben gar nicht die Rechtsmittel kennt und die Beziehungen hat, um sich mit so einer Organisation auf dem Rechtswege streiten zu können und dann immer die schlechteren Karten hat. Das war so meine Intention. Und wenn ich dann noch höre, dass die also dann auch noch in einem Kloster verhört und bearbeitet wird, da sträuben sich mir die Nackenhaare, denn das hat ja eben nichts mit einem natürlichen Prozessverlauf zu tun, der jetzt in einem weltlichen Gericht stattfindet. Aber ich Deswegen, meine, wir deswegen sage ich ja, das Opfer wird hier zum Täter gemacht, weil sie wird im Grunde in ein Kloster eingesperrt, wo wir heute sagen würden, das wäre ein Gefängnis. Und wir wissen ja, dass nach 9/11, also nach dem 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass man da ja auch spricht von der erweiterten Verhörmethode. Ja? Enhanced Interrogation, wie sie das in Englisch nennen. Erweiterte Verhörmethode. Das nennen sie dann das Waterboarding. Ja? Das Waterboarding ist nichts Neues. Da gibt es Bilder von aus dem Mittelalter, das wurde in der Inquisition schon gemacht. Ja? Und das ist ja mit ihr auch so. Sie wurde moralisch unter Druck gesetzt und unterfragt, aber sie wurde auch psychisch gefoltert in diesem Kloster. Das hatten wir ja gelesen, von der Inquisition wahrscheinlich, ne? Bis sie dann eben am dritten Tage, aufgrund, weil ihr dieses Gift beigemischt wurde, halt ohnmächtig wurde und aufgrund dessen, dass sie mehr oder weniger fast ihren Verstand verloren hat, natürlich so ungefähr alles unterzeichnet hat. Ich meine, wenn man uns irgendwelche Drogen einflößt, dann unterschreiben wir wahrscheinlich auch irgendwas anderes, weil wir tun das ja nicht mit unserem bewussten Geiste, ne? Ja, und deswegen ist das halt ganz klar, dass halt dieses Mädchen gar nicht, gar nicht anders konnte, als jetzt dieses dritte Geständnis dann da zu schreiben, weil sie halt vermutlich unter Drogen und unter sonstigen Einflüssen stand. Schlimm finde ich das, wenn man halt einfach sieht, wie hoch die Dunkelziffer ist und dass sich nach diesem Prozess ja, sicherlich ganz, ganz viele andere Dinge da noch ereignet haben und vor diesem Prozess auch. Und da graut mir mehr vor, als vor diesem einen Fall, der publik geworden ist. Denn da wird Leben zerstört, da werden Familien auseinandergerissen und alles nur für ein kurzfristiges Vergnügen von so ganz komischen Individuen. Es ist ja sicherlich jetzt nicht nur auf den Jesuitenorden beschränkt. Ich finde es halt einfach gruselig, denn da sind halt so viele Menschen mit zugange, die am Anfang des Lebens stehen und denen wird halt das ganze Leben verbaut, weil die immer ein Stigmata tragen und sagen, ach ja, du warst diejenige, die sich damals und so weiter und so fort. Also das finde ich ganz, ganz extrem schlimm, weil ich halt von vielen Fällen weiß, wo solche Dinge
wirklich den ganzen Lebensweg von jungen Menschen, jungen Frauen verbaut haben. Gut, dann danke ich dir für deine interessante Schlussbemerkung zu diesem Buch. Und hiermit kommt dann die Buchlesung des Buches von Theodor Griesinger, zumindest der erste Band, zu einem Abschluss. Und ich werde dann wohl fortfahren, den zweiten Band mit noch weiteren 4 Büchern auch zu lesen, der 1872 erschienen ist und mit einer interessanten Aussage bereits anfängt. Bis dahin und bis zum nächsten Video. Für heute von Jörg und Michael. Auf Wiedersehen, Gottes Segen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Maranatha.